Ja, heute möchte ich euch ein ganzes grimmiges Buch vorstellen. Sepsis, verkommenes Blut ist der Titel. Das lässt schon Böses an. Doch lesen wir mal, was hinten drauf steht. Nur das dumpfe Geräusch, das entstand, als die scharfe Schneide seine Schädeldecke spaltete, begleitete den Sterbenden auf dem kurzen Weg ins Jenseits. Brutale Morde, verstümmelte Leichen und bizarre Inszenierungen der Tatorte versetzen die Kurstadt Baden-Baden in Angst und Schrecken. Niemals zuvor gab es in dieser Gegend so grausame Verbrechen. Wer steckt hinter dem Serienmord? In Hauptkommissar Hirse keimt ein unglaublicher Verdacht auf. Bei den Ermittlungen stößt er auf dunkle Geheimnisse und krankhafte Begierden. Dabei muss er ungewöhnliche Wege beschreiten. Denn die Suche nach dem Mörder wird immer mehr zum tödlichen Wettlauf gegen die Zeit. Also, wer solche brutale Gedanken hat, das nimmt mich auch immer Wunder. Eine Frau, man glaubt es kaum, Ilona Bulacel, hat das Buch geschrieben. Und jetzt schlagen wir mal eine Seite auf und schauen, was uns im Roman erwartet. Ich habe gerade das Kapitel 5 aufgeschlagen. Das heißt, und der zweite Engel goss aus seine Schale ins Meer und es ward Blut wie eines Toten. Ein Zitat aus der Bibel. Zur gleichen Zeit in einem Waldgebiet Baden-Baden, Stadtteil Gerolzau. Die mühsam gesendeten Botschaften wurden bisher ignoriert. Was macht es für einen Sinn, den Schmerz und den Verrat in die Welt hinauszuschreien, wenn niemand da war, der zuhörte? So klar waren die Nachrichten gewesen, als hätte man die Worte direkt lauthals vor dem Ohr des Empfängers verkündet. Aber das Verstehen blieb aus. Der einstige Schwur war gebrochen worden, und so gab es nur noch den Weg des Handelns. Wer mehr wissen will, soll sich das Buch kaufen und selber lesen. Viel Spaß!